Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Bevor ich mit dem Video starte, wünsche ich allen einen schönen ersten Advent. Endlich ist es wieder soweit, die Weihnachtszeit kommt und heute ist Sonntag, eben der erste Advent. Und ich finde, der Sonntag eignet sich, um ein entspanntes Spiel zu spielen. Deswegen gibt es heute mal kein Horror-Game in den Spielevorschlägen, sondern Ranch Simulator. Viele kennen den Landwirtschaftssimulator als eines der bekanntesten Spiele oder sogar meistgestreamtesten Spiele auf Twitch unter anderem. Tatsächlich, hätte ich selber nicht gedacht. Und es ist jedoch sehr umfangreich. Und dann passt perfekt Ranch Simulator. Ranch Simulator ist ähnlich aufgebaut. Es geht weniger um die Landwirtschaft, sondern eher um die Viehzucht. Es ist eben eine Ranch und kein Landwirt, den man dort spielt. Aber es ist ein bisschen kleiner, ein bisschen entspannter, aber ebenso ein entspanntes, chilliges Game bzw. Simulator. Und ich werde jetzt direkt hier mal starten. Let's go. Genau, da sind wir auch schon und ich befinde mich momentan auf dem Dach eines unserer Gebäude. Und das Spiel ist interessant. Wie startet man? Ihr seht hier unten ein kleines grünes Zelt. Das ist das Einzige, was am Anfang da ist, beziehungsweise es gibt noch zwei, drei weitere Häuser, aber man startet so in das Spiel rein, dass man diese Häuser abreißen muss, denn das sind noch die alten Gebäude von deinem, glaube Onkel war das? Opa war das, glaube ich, der diese Ranch hat, aber pleite gegangen ist. Und der hat sie dir dann vermacht. Man muss das Haus abreißen, man kriegt ein bisschen Geld, einen Revolver und Munition und muss dann anfangen, eine Ranch zu starten. Und das hier hat sich bei uns draus entwickelt. Ich habe das Ganze zusammen mit einer Kollegin gezockt, weil es einfach sehr viel war irgendwann. By the way, das hier ist der gute Herbert, das ist unser Dachschwein. Keine Ahnung, wie der hier hochgekommen ist. Wir wissen es nicht, aber irgendwie schafft das dort zu überleben. Ich habe keine Ahnung, wie. Das Spiel ist eigentlich ganz cool. Man muss leider ab und zu mit der Grafik ein bisschen runtergehen, da es anfangen könnte zu laggen. Dort hinten seht ihr Gebäude, das ist das Lagerhaus. Und im Grunde ist das hier der Eingang der Ranch. Und jetzt möchte ich euch einfach mal so ein bisschen über die Ranch führen. Hier haben wir Schweine, wir hatten mal sehr viele, beziehungsweise das hier war der Grundstein, das war so der Anfang, würde ich mal so spontan behaupten. Das haben wir dann erweitert, indem wir hier diese Schleusen gemacht haben, denn je nachdem, ob wir jetzt die zwei Gatter, also die vier Gatter besser gesagt, aufmachen oder eben die rechten, die seitlichen, können entweder die Schweine durchlaufen und haben ein großes Gehege oder wir können mit den Fahrzeugen durchfahren. Deswegen werde ich das jetzt erstmal so aufmachen. Oh. Silos ist fürs Essen da, genauso wie das Windrad fürs Wasser, damit das automatisch geht. Keine Ahnung, wieso hier manche Schweine sich drüber buggen, da haben wir auch noch ein Schwein. Also das ist hier leider ab und zu ein bisschen doof, ein bisschen schwierig. Aber ja, hier sind die Säue, dort hinten, das sieht man jetzt gerade nicht. Hier hinten sehen wir ein kleines Gebäude, dort sind die männlichen. Denn Schweine kriegen abnormal viele Kinder, alter Vater. Also so 5, 6, 7 Stück und wenn du dann einmal mit 10 Eber und 10 Säue hast, hast du ein kleines Problem. Genau, hier ist dann hier bei unser erstes Schlachthaus so ungefähr. Hier hinten haben wir geschlachtet, das haben wir jetzt aber verschoben. Hier sind Schränke, hier werden die ganzen Würste aufgehangen und die Frikadellen. Denn du kannst natürlich, wenn du ein Tier geschlachtet hast, kannst du das Fleisch noch weiter verarbeiten. Ist sehr, sehr interessant. Ich glaube auch, dass der Schlachtaspekt so das Schwierigste in diesem Game ist, denn das damit kommt man nicht immer so leicht klar. Dann hier sind unsere Hühner. Man kann natürlich auch noch die ganzen Lebensmittel, die man verarbeitet, kann man noch erweitern bzw. noch verfeinern, zum Beispiel durch Eier. Ja, Kot wegzumachen ist immer ein bisschen nervig, gehört aber leider auch dazu. Hier gibt es sogar extra einen schönen Kompost und da kann man hier alles entfernen. Ihr seht ja auch gerade, um 16 Uhr legen die Hühner die Eier und wir haben jetzt hier keinen Hahn drin, was bedeutet, diese Eier können wir verwerten. Hier gibt es keine Küken und nicht wundern, hier herrscht keine Rassentrennung oder sowas. Aber das Problem ist, wenn du dich auslachst und hast hier die Klappe offen, sind deine Hühner draußen. Damit man weiß, welches Huhn wo reingehört, damit das eine gleiche Menge ist oder eine ungefähre gleiche Menge. Deswegen haben wir die Sorten reingemacht. Hier sind die braunen Hühner, hier drüben sind die schwarzen Hühner und hier sind die weißen Hühner. Okay, nachdem wir das hatten, wie gesagt, man startet mit ein paar Hühnern, wir haben es natürlich gleich ein bisschen erweitert, da hinten ist unser geiler Rasenmäher, damit einfach durch den Hühnerstall, beziehungsweise eigentlich durch den Schweinestall zu heizen und einfach mal ein bisschen zu mähen, ist einfach richtig geil, mit deinen 3 km/h kriegst du einen richtigen Höhenflug. Das hier ist momentan, also hier war ursprünglich unsere Verarbeitung, da haben wir uns jetzt hier oben sozusagen so eine Wohnung gemacht, hier wird gepennt und das ist eigentlich eine schöne Aussicht, sieht ganz gut aus, finde ich.
Nicht wundern, wenn es hier an manchen Stellen ein wenig laggt, das ist leider problematisch im Spiel. Aber ihr seht ja auch schon, was hier alles gebaut worden ist, was hier alles verarbeitet worden ist. Deswegen laggt es hier leider hin und wieder. Aber wir gehen jetzt zum nächsten Abschnitt. Und das seht ihr hier bereits, hier sind unsere Kühe, beziehungsweise unsere Fleischkühe. Und auch hier haben wir diese Schleusen gemacht, damit wir ein großes Gehege haben, ohne dass wir zu krass umbauen müssen. Wenn wir die anderen Tore hier aufmachen, können wir theoretisch mit dem LKW oder mit dem Auto hier in die Scheune reinfahren. Aber das hier sind unsere Fleischkühe, wie man sehen kann. Die sind ein bisschen dick. Ich werde jetzt hier die Kuhfladen nicht entfernen, denn das dauert lange. Hier schauen wir, dass wir ungefähr 10 Stück immer haben. Also hier sehen wir auch eine schwangere Kuh. Das ist immer ein bisschen krass, wie dick die sind. Alle Fälle, ihr könnt einfach mal Menschen fressen. Aber ja. Wir schauen mal, dass wir so 10, 12 Stück haben. Dann ist es nicht zu viel. Hier wieder auffüllen. Und ein Bärchen. Dann haben wir hier hinten einen kleinen Abschnitt. Hier werden dann sozusagen die... Warte, bist du schwanger? Nein. Also, Ladies and Gentlemen, ich werde euch das jetzt auch kurz zeigen, denn ich habe schon nachgezählt. Wir haben über 10. Hallo, kannst du mal... Hallo, gehst du... Hallo. Wie schaut's aus? Hauptsache, dieser krasse Buddyblock. Für alle, die das jetzt gleich nicht sehen wollen. Denn leider muss ich eine Kuh schlachten. Wir haben ein bisschen zu viele. Die jetzt dann einfach 10, 20 Sekunden nach vorne spulen. Für alle, die es sehen wollen, dann auch leider sowas muss man natürlich auch zeigen, wie das Ganze vonstatten geht. Bolzenschussgerät ansetzen. Also Bolzenschussgerät ist tatsächlich sogar die humanste Art und Weise, ein Tier zu schlachten. Das wird kein Adrenalin ausgestoßen. Dadurch wird auch das Fleisch nicht ver... Also gut, hier in dem Spiel ist es sowieso gar mit Adrenalin. Aber wenn jetzt ein Tier Angst hat oder sowas... Natürlich dann doof. Klar, sowas wie eine Kugel oder sowas ist sowieso keine Option oder stumpfe Gewalteinwirkung oder sowas. Bolzenschussgerät. Es hat einfach nur so ein kleiner Bolzen, der ein kleines Stück aus der Maschine rauskommt. Das ist am Kopf angesetzt, sorgt dann für den Hirntod. Und das ist so eine relativ humane Art und Weise, ein Tier zu schlachten. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es dann geschlachtet wurde und, ja, sagen wir mal, verarbeitet wurde. Das Ganze wird hier in den Kühltruhen dann gesichert. Und später können wir das auch dann auch noch verarbeiten. Hier seht ihr schon in den Kühltruhen, die hier sind. Hier ist alles voll mit Rindfleisch. Natürlich dann, ja. Also man braucht ein bisschen Zeit zum Verarbeiten. Deswegen ist es immer ein bisschen nervig. Dann haben wir hier zwei Gehege. Einmal geht es hier durch, einmal geht es hier rein. Wir gehen erstmal hier rein, denn das habe ich schon erledigt. Hier sind unsere Milchkühe. Die werden einfach, und ich kann es mal kurz testen. Bup. Kann man hier dran machen. Das hier sind alles Melkmaschinen für jede Kuh 1. Das wird dann hier gemolken bis zu einem gewissen Grad. Das ist 28, genau. Also sprich dreimal melken, dann ist so eine Kanne voll. Und dann wird das Ganze hier wieder entfernt und drangehängt. Also ist eigentlich ganz cool. Wir haben, gut, ist natürlich ein bisschen Stallhaltung, also Massen, gut, nicht Massentierhaltung, aber keine Freilandhaltung. Ist natürlich ein bisschen doof, aber es war praktisch, damit wir wissen, wen wir schon gemolken haben und wen nicht. Finde ich auch, habe ich auch lieb. Gut, die Lampen lasse ich jetzt aus. Wir haben es so 16 Uhr, also bald wird es dunkel, aber joa. Dann hier ist unsere Verarbeitung. Hier kommt dann die Rohmilch rein, beziehungsweise damit ihr das Ganze auch mal sehen könnt, kann ich jetzt hier eine Kanne nehmen. Wir haben ja das Ganze gerade, oder wir haben gerade eine Kuh gemolken. Das kommt dann hier rein, bupp, wird hinzugefügt. Hier sieht man es jetzt auch. Ich schau mal, wir haben hier noch ein Ei drin, das kommt dann hier rein. Dann noch einmal Schimmelpulver, Wunderbärchen. Ich leg das dabei dahin. Und dann wird das Ganze gekocht. So macht man Quark, beziehungsweise Quark verfeinert mit Schimmelsporen und mit Ei, damit das ein bisschen hochwertiger ist. Und wenn man das dann in einen der Trockenschränke bringt, beziehungsweise in eine der Reifschränke, keine Ahnung, wie genau das heißt eigentlich. Reifschrank? Reifschrank? Käseschrank? Keine Ahnung, ob das irgendwie einen Fachbegriff hat. Dann wird es dort zu Käse. Also sehr, sehr cool eigentlich, sehr, sehr interessant gemacht. Hier sind dann unsere Hühnerställe. Hier haben wir aber Hähne drinnen, damit wir auch kleine Küken bekommen. Das hier sind die Eier dann für den Käse. Hier sehen wir auch schon ein kleines Küken. Hier haben wir es so gemacht, dass wir es offen lassen können, damit die Hühner draußen rumlaufen können. Coole ist, die Ställe haben hier sogar Fenster, also richtig crazy. Aber ja, das hier sind unsere Hühner. Für den Käse sollten es zu viele Hühner sein, haben wir uns hier hinten eine kleine Hagrid-Hütte gemacht. Sieht nicht ganz so aus, aber wir wollten es rund machen, deswegen Hagrid-Hütte. Hier werden dann die Hühner geschlachtet, zumindest hier drin, und zur Wurst verarbeitet. Hier oben haben wir dann unsere Schränke. Hier wird das Ganze gelagert. Hier haben wir auch schon Würste drin. Also ist eigentlich ganz cool, ist eigentlich ganz schön gemacht. Aber ja, das hier
als Ranch Simulator, Ladies and Gentlemen. Man hat hier die Möglichkeit, auf mehrere Tiere zu gehen. Es geht in der Regel um die Viehzucht. Aber es ist einfach der Wahnsinn, wie viel Zeit man hier verbringen kann. Hier sind beide dann unsere Ziegen. Da müssen wir jetzt auch bald welche schlachten. Ihr seht schon, wie viele hier rumlaufen. Eigentlich wollten wir hier auch 10 haben. Aber irgendwann, ja, irgendwann ist es eskaliert. Auf einmal haben dann alle Ziegen bekommen und joa. Chillimolo. Genau, hier wird dann der Ziegenkäse verarbeitet und hier oben wird dann der Käse in den Schränken gereift. Also, ja, das hier ist so unsere Ranch. Es gibt jetzt hier noch ein paar Abschnitte, die ich euch nicht gezeigt habe. Hier hinten haben wir noch die rote Scheune, dort sind unsere Pferde drin. Aber leider muss man die Pferde einreiten und alles und das ist richtig nervig, deswegen keine Lust. Hier kann man by the way hinfahren, um hier Rindfleisch abzuholen. Hier haben wir eine Koppel, da sind momentan die Pferde drauf. Hier seht ihr es auch schon, damit die ein bisschen Auslauf haben. Sind eigentlich ganz schöne Pferde. Dort hinten sind eben die männlichen Schweine da. Na, müssen wir mal schauen, ob da welche tot sind. Genau, das waren ursprünglich mal so um die 20, aber ja, die sind leider an Fettleibigkeit dann irgendwann gestorben oder Mindestaltersschwäche, denn theoretisch waren die schon lange so fett, aber irgendwann waren sie halt tot bei Altersschwäche. Problem ist nur, würde jetzt zum Beispiel diese Sau dahin gehen, würde sie schwanger werden. Und das ist ein kleines Problem, deswegen müssen wir darauf achten, denn die Schweine vermehren sich eben, ja, wie die Schweine. So, GG. Aber ja, das ist so im Grunde Ranch Simulator. Was du machst, bleibt dir überlassen. Das Coole ist, wenn wir jetzt, nein, nicht abreißen, hallo. Genau, man kann hier entweder selber bauen, frei bauen und das finde ich zum Beispiel ganz cool. Klar, das sieht dann nicht ganz so cool aus, man sieht ja die Gebäude im Hintergrund. Aber es gibt dann zum Beispiel auch hier Häuser, die man bauen kann, in die man dann rein kann oder einziehen kann. Man, ebenso die Scheune, gibt es hier fertige Segmente, die man dann einbauen kann. Hühnerställe sind fertig. Hier gibt es auch noch diverse Deko-Elemente, die man verwenden kann, genauso wie hier Vorratsbehälter für Käse, Vorratsbehälter für Fleisch, das sind diese Reifschränke. Also ist eigentlich ganz cool, Honig gibt es auch, also es gibt auch Bienen, wir haben auch ein paar Bienen, hier noch ein bisschen Deko-Elemente und das letzte, was vor kurzem erst reinkam, das zeige ich euch jetzt. Als nächstes kommen die Feldarbeit dazu. Aber bevor der Feldarbeit, sprich vor einem Monat ungefähr, kam das hier mit rein und zwar das Gewächshaus. Hier haben wir auch schon Melonen, Kürbisse. Momentan haben wir alle Pflanzen hier abgerissen. Ihr seht schon, Paprika, Kürbis, Erdbeeren, was es hier so alles gibt. Wir haben momentan alles abgerissen, denn es war einfach viel zu viel. Das war richtig abnormal, also wie schnell das hier alles fertig geworden ist. Ich schaue nur gerade, wo hier ein Auto ist. Ich nehme einfach mal schnell den Wagen meiner Kollegin. Aber ja, ist eigentlich ganz cool. Wie gesagt, man kann ja auch Auto fahren, es gibt Hänger. Also es ist sehr, sehr schön gemacht. Ein schönes, entspanntes Spiel, fand ich zumindest. Und vor allem ist es nicht ganz so umfangreich wie der Landwirtschaftssimulator. In beiden Spielen kann man Stunden verbringen, sogar Tage verbringen. Ich glaube, ich habe in den ersten 1 bis 2 Wochen habe ich hier ungefähr, wie viel war es? Ungefähr 50 Stunden, glaube ich, gespielt. So, bupp. Das hier ist unser Vorratshaus. Also hier ist alles Schwein, hier haben wir das Gewächshaus, Rind und Käse. Auf der anderen Seite, na, da dürfte glaube ich noch nicht wirklich was drin sein. Hier kommt Ziege rein, genau, Ziege und dann haben wir irgendwann auch noch Huhn. Und ja, testet es selber, spielt es selber mal, ist ganz angenehm und vielleicht habt ihr Kollegen, die auch solche Simulatoren mögen, dann macht das Ganze auch Spaß, weil es so noch ein bisschen so Animal Crossing oder Harvest Moon Vibes hat. Es erinnert auch noch so ein bisschen an die Kindheit, zumindest mich erinnert es daran. Im einzigen Unterschied, dass eine etwas geilere Grafik ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, euch macht es Spaß. Ich werde das gerne auch hin und wieder vielleicht mal auf Twitch bringen. Ich habe schon einmal gestreamt und ich fand es ganz angenehm. Einfach so ganz gemütlich am Wochenende, wenn man frei hat. Und keinen Bock hat, sich irgendwie aufzuregen über irgendwelche Randoms in Valorant oder in League of Legends. Oder man sich nicht schon wieder sterben möchte in Phasmo, weil man einfach mal einen blöden Tag hat. Da ist sowas ganz entspannt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.